Je weiter die Saison voranschreitet, desto tiefer wagen sich die Sammler in den Wald. Doch Rackshaw sitzt fest. Mein Kanu ist kaputt. Tony Kaufmann hat Greg, den Flussführer, Ewok zur Seite gestellt. Ich will nicht, dass dir was passiert. Er trifft dich an der Brücke. Doch Greg versetzt ihn. Vorsicht! Oh nein! Und muss das jetzt ausbaden. Ich habe keinen Ginseng. Wer ist da? So, Rackshaw. Da bin ich. Ich lege meine Waffe an. Tony will, dass ich dich hier raushole. Was bin ich denn, du? Hast du mich letztes Jahr nicht zurückgelassen? Ja. Ich sollte dich erschießen. Ich will dir heraushelfen. Und ich zeige dir, wo der Ginseng wächst. Oder jeder gräbt aber für sich allein. In den Wäldern ist jedermann auf sich allein gestellt. Aktuell kostet das Ginseng $550. In den letzten 80 Jahren gab es für den Ginseng in West Virginia eine feste Adresse. Okay, wenn das echt gutes Zeug ist, kann ich vielleicht etwas mehr zahlen. Gut, kein Problem. Jawohl, auch gut, aber. Tony sitzt ein Großkunde aus New York im Nacken. Ich brauche 2000 Pfund. 1000 nach einem Monat und den Rest danach. Kein Verzug. Ihm bleiben nur noch wenige Stunden, um die erste Hälfte zu liefern. Mann. Kann jemand mal die Tür aufhalten? Unglaublich. Der Kerl kommt hier einfach rein und spricht kein Wort Englisch. Englisch. Und Mr. Lee schreibt mir, dass er mir jetzt einen Aufpasser zur Seite stellt. Mr. Lee vertraut mir nicht, obwohl ich das schon seit 35 Jahren mache. Tony beherrscht zwar den Markt in West Virginia, doch auch er muss seine Aufträge erfüllen. 550 Kilometer weiter südlich in North Carolina liegt das Gebiet von Sam Lunsford und er ist niemandem Rechenschaft schuldig. Mir ist zu Ohren gekommen, dass hier jemand in diesen Wäldern gräbt. Diese Leute haben einfach keinen Respekt vor diesen Bergen. Wenn ich hier Leute sehe, die kleine Pflänzchen mitsamt der Beeren rausreißen, ohne irgendetwas wieder einzupflanzen, dann dulde ich das einfach nicht. Dem Kerl zeigen wir, dass er nicht willkommen ist. Er hat keine Erlaubnis. Und wenn er mir nicht passt, dann lasse ich ihn vielleicht im Wald zurück. Das Ginseng-Geschäft ist gefährlich. Weil der Preis so hoch ist. Ich wurde angeschossen. Und sonst wie verletzt. So ist das eben. Die Ginseng-Suche wird härter. Für dich? Dieses Jahr habe ich ein Team. Houston gibt mir Deckung. Ich fühle mich sicher. Denn ich kenne keinen, den die Messies nicht überzeugen konnten.
diesen Wald holt, arbeitet automatisch für mich. Er muss alles an mich verkaufen. Diese Berge, North Carolina, West Virginia, hat einen gefährlichen Ruf. Aber die haben ganz andere Regeln als wir. Lass mich durch. Warte mal. Ganz langsam. Weißt du nicht, dass du eine Erlaubnis brauchst? Ich hab kein Schiff, bitte. Bring den Kerl her. Zeig mal. Gute Ausbeute. Das ist gar nicht schlecht. Ja. Ja, das ist ein paar hundert Dollar wert. Nicht so schnell. Das hier ist mein Ginseng. Denn das sind meine Wälder. Und du hast keine Erlaubnis, oder? Nein. Ich will aber keinen Ärger. Pass auf. Ich gebe dir 100 Dollar, aber dann will ich dich nie wiedersehen. Nein, verstanden. Bester, bezahle ihn. Gut. Auf nimmer Wiedersehen. Schauen wir. In West Virginia. Bei uns. Hier muss man sich zu helfen wissen. Hat sich Mike Ross in Tonys Auftrag mit... Du kleines Drecksrattenvieh, ey. Das ist der Jackpot. Doch einige Diebe gehen nicht freiwillig. Hey! In den Truck. Ja, die klauen wir. Wir kommen definitiv wieder. Nur besser vorbereitet. Ich probiere was aus. Ich nenne es Feuerwerk für Hinterwäldler. Damit kommen die Diebe garantiert raus. Seelzeiten ändern sich. Und Corbys Jungs sind überall. Die sollen abhauen. Dafür sorge ich. Das tut keinem weh, aber es scheucht sie auf. Das sieht in den Filmen leichter aus. In etwa so. Probieren wir das mal aus. Seid lieber vorsichtig. Bereit für die Explosion? Los geht's. Zurück ans Zeichenbrett. Mike's Rache muss warten. Nicht weit entfernt. Ich sitze da an Bord, aber ich lasse mir von dir nichts mehr fehlen. Ist Greg mit demselben Führer unterwegs, der ihn letztes Jahr sitzen gelassen hat? Ich habe dich zum Ginseng gebracht. Komm zurück! Wie soll ich denn zurückkommen? Doch ohne Kanu ist Ewok Gregs einzige Möglichkeit, rechtzeitig den Ginseng zu finden. Mein Kanu schleift nicht am Boden. Nein, schon. Du bist hier auf meinem Gewässer. Da hinten müsste die Stelle sein. Etwa 100 Meter vom Wasser entfernt wachsen Lorbeerbäume.
Dahinter sollte normalerweise der Gliesing sein. Aber in der Tag gibt es sicher Gliesing. Ganz sicher. Da ist die Stelle. Ich hole mir die Wurzeln. Wie weit hat Toni gesagt? 2,5 bis 3 Kilometer. Der Help, was ist das denn? Whoa, whoa, whoa. Hey, berühre das nicht. Warte mal. Oh Mann. Das ist ein heidnisches Ritual. Das hier hat die Form eines Pentagramms. Weiße und rote Kerzen. Da hatte jemand Angst im Dunkeln. Die verschiedenen Kerzen haben unterschiedliche Kräfte. Hey, schnell das nicht an. Wir brauchen keine negative Energie. Es gibt keine negative Energie. Während diesen Ginseln gehe ich mit. Und sagen, was meinst du? Es ist ja dein Karma. Meins? Ja. Wieso? Das Zeug hier war sicher für ein Seelenreinigungsritual gedacht. Wie du sagst, reinigt meine Seele, wenn ich mir was von dem verdienten Geld kaufen kann. Negative Energie ist ein Quatsch. Und sieh mal durch. Du forderst es echt heraus. Warum denn? Das sind doch nur Stöcke. Die enthalten die Gebete von jemandem. Von einem Teufelsanbeter. Ich lasse es für dich hier. Teufelsanbeter. Ich bin kein Teufelsanbeter. Oder wer es glaubt. Du bist eine alte Hexe. Warum zauberst du uns nicht auf das Ginseng her? Das Verbrennen von Ginseng soll böse Geister und alles Schlechte abhalten. Aber es gibt keinen Schutz. Sam, wir haben ein Problem. Vor dem Clan der Landsvolks. Was denn? Die Messe, ich hab angerufen. Sie wollten ein paar Jungs Ginseng abkaufen. Aber die weigern sich. Wie viel haben wir geboten? Einen fairen Preis. Willst du weiterbieten? Ihr Auto steht immer noch am See. Wo lässt er her? Wir treffen uns in 5 Minuten unten. Ich habe meine Augen überall. Die Leute brauchen eine Lektion. User disconnected from your channel. Ginseng hat einen so hohen Wert, dass jeder mit dem Graben anfängt. Aber den Markt in North Carolina beherrsche ich. Von mir stiehlt niemand etwas. Okay, Jungs. Wenn Sam Lunsford eine Ansage macht, halt sie durch alle Täler North Carolinas. Der Kampf ist interessant. Zurück in West Virginia? Er ist zu Ende.